Es geht um die Freiheit von Julian Assange. Wir haben uns hier heute versammelt, weil morgen am Montag, den 4. Januar 2021, wird das erstinstanzliche Urteil gesprochen im Auslieferungsprozess der USA in Großbritannien, in London. Es geht um den australischen Staatsbürger Julian Assange, ein Journalist, ein Verleger, Mitgründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Und es geht nicht nur um Julian Assange, es geht um die Pressefreiheit, letztendlich um die Meinungsfreiheit, um die Grundlagen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Es geht um die Gewaltenteilung und letztendlich um die Kontrolle der Gewalt. Und Julian Assange ist jetzt seit mittlerweile über 10 Jahren nicht mehr in Freiheit. Und wir sind hier, weil wir sagen, wir solidarisieren uns mit ihm, mit der Person Julian Assange. Wir sind dankbar für das, was er geleistet hat, und wir stehen jetzt hinter ihm. Also, ich würde sagen, wir werden jetzt gleich erstmal starten. Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange!
Sound! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free! Free! Freer Sound! Wahrheit ist kein Verbrechen! Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free yourself. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free yourself. Jetzt im Moment werden gerade noch ein paar Liedzettel verteilt. Die Gedanken sind frei. So, es kommt nicht drauf an, schön zu singen, sondern laut. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie ziehen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Nochmal, das war schon sehr schön, noch ein bisschen lauter. Es ist für die Amerikaner, denkt dran. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Zweite Strophe. Und sperrt man mich ein in finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Dankeschön, das habt ihr toll gemacht. Du auch. Die Anwältin Jennifer Robinson. Sie vertritt Julian Assange schon seit 2010. Hat in einem aktuellen Interview mit der Schweizer Zeitung Republik etwas Wichtiges gesagt. Der Artikel heißt: Überall Militär, Polizei, Söldner, Sicherheit, aber nirgendwo Gerechtigkeit. Bravo, stimmt. Sehr gut. Sie sagt, was ich in den letzten 10 Jahren wirklich gelernt habe. Information ist Macht. Das meine ich wirklich nicht als Schlagwort. Als ich Julian Assange das erste Mal getroffen habe, im Jahr 2010, da war er ein junger Mann mit einem Rucksack voll Informationen. Und bald war er einer der gefährlichsten und mächtigsten Männer der Welt. Beziehungsweise so wurde er betrachtet, weil er Informationen hatte. Und er hatte es angekündigt, wenn ich diese Informationen publiziere, werden mich die USA bis ans Ende der Welt jagen. Er sollte Recht behalten.
Aber, und das ist das Wichtige, er war so überzeugt vom öffentlichen Interesse. Das ist das, was ihn angetrieben hat. Das öffentliche Interesse an diesen Informationen, dass er vielleicht selbst unterschätzte, was er auslöste. Er wurde, ich betone es nochmal extra, er wurde zur zentralen Bedrohung von Macht. Regierungen kontrollieren Informationen, weil Information Macht ist. Julian Assange hat dieses System mit WikiLeaks in Frage gestellt. Er hat diesem System die Kontrolle entzogen. Das ist letztlich der Kern, worüber wir hier reden. Keine Geheimhaltung mehr. Das ist effektive Kontrolle der Macht. Und das ist der einzige Grund, weshalb Julian Assange seit 10 Jahren nicht mehr in Freiheit ist. Und das ist der Grund. Er hat es getan, nicht für sich, nicht um berühmt zu werden. Er hat gewusst, in welche Gefahr er sich begibt. Es ging um das öffentliche Interesse an der Wahrheit, an echten Informationen. Und deswegen sind wir heute hier. Wenige Tage vor der Entscheidung im Auslieferungsverfahren von Julian Assange hat zum Beispiel die Organisation Reporter ohne Grenzen eine Petition mit mehr als 108.000 Unterschriften gegen eine Auslieferung des WikiLeaks-Gründers bei der britischen Regierung eingereicht. Ich sage jetzt mal, sie haben es erstmal versucht einzureichen, aber sie wollten es ihnen gar nicht abnehmen. Es besteht da gar kein Interesse daran. Über 108.000 Menschen haben unterschrieben dafür und die britische Regierung hat sich versucht zu weigern, diese Unterschriften, diese Petition von Reporter ohne Grenzen anzunehmen. Reporter ohne Grenzen fordert zudem, Julian Assange sofort freizulassen und ihn nicht länger für seine Beiträge zu journalistischer Berichterstattung zu verfolgen. Christian Mier, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland, sagte, ich zitiere ihn, die US-Anklage gegen Julian Assange ist eindeutig politisch motiviert. Die USA wollen ein Exempel statuieren und eine abschreckende Wirkung auf Medienschaffende überall auf der Welt erzielen. Und er warnt, wenn die USA mit ihrem Auslieferungsantrag erfolgreich sind und Assange vor Gericht stellen, droht dasselbe Schicksal künftig jedem Journalisten und jeder Journalistin weltweit, die geheime Informationen von öffentlichem Interesse veröffentlichen. Hier stehen die Zukunft von Journalismus und Pressefreiheit weltweit auf dem Spiel. Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Es gibt noch mehr Entwicklungen, die aus unserer Sicht ein wenig Hoffnung aufkeimen lassen. Leider noch nicht in Großbritannien und auch leider nicht in den USA. Aber zumindest hier in Deutschland stehen wir nicht mehr alleine auf der Straße, sondern am 30.12.2020, also vor ein paar Tagen erst, hat das Auswärtige Amt auf seiner Website etwas veröffentlicht. Und zwar
Eine kurze Anmerkung der Beauftragten für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe der Bundesregierung. Bärbel Kofler, sie erklärte zum Verfahren von Julian Assange, ich zitiere, mit Sorge verfolge ich das Auslieferungsverfahren in Großbritannien gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange und die im November schriftlich eingereichten Schlussplädoyers von Anklage und Verteidigung. Menschenrechtliche und humanitäre Aspekte einer möglichen Auslieferung dürfen nicht übersehen werden. Der körperliche und psychische Gesundheitszustand von Julian Assange muss bei der Entscheidung über die Auslieferung in die USA unbedingt Berücksichtigung finden. Großbritannien ist hierbei an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden. Auch mit Blick auf das mögliche Strafmaß und die Haftbedingungen. Sie endet damit, ich werde den Fall daher weiter aufmerksam verfolgen. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! 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 Und dann hat sich noch etwas ereignet, nachdem es sehr lange nur die kleinen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kleinen Parteien waren. Zum Beispiel die Partei Die Partei, die da zwei Abgeordnete im Europaparlament haben und die darüber berichtet haben, der Büroleiter von dem Martin Sonneborn, der täglich deutschsprachige Videobeiträge gemacht hat nach jedem Tag des Auslieferungsverfahrens und letztendlich sehr sachlich und ruhig einfach nur beschrieben hat, was passiert ist. Dieser Schauprozess und mit dem Versuch weitgehend doch noch Öffentlichkeit auszusparen. Und ja, vor einem Jahr dann die Linkspartei, die wo es ja einige Abgeordnete gibt, die sich da schon lange für Julian Assange einsetzen und ihn auch schon in der Botschaft von Ecuador besucht haben, Servin Dardelin und Heike Hensel, hat sich jetzt endlich Ende letzten Jahres eine fraktionsübergreifende Arbeitsgemeinschaft der demokratischen Parteien im Bundestag zusammengefunden. Die Arbeitsgemeinschaft Freiheit für Julian Assange. Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! So, ich übergebe das Mikro an Sabine Schiffer. Hallo Medien, wo seid ihr denn? Da sitzt jemand im Knast. Da wird ein Exempel statuiert an jemandem, der dafür kämpft, dass ihr weiter berichten dürft, Verbrechen aufdecken dürft, auch Staatsverbrechen aufdecken dürft. Hier wird ein Exempel statuiert. Hallo Medien, wo seid ihr? Habt ihr das verstanden? In USA herrscht Präzedenzfallrecht. Hier ist ein Case Law, ein Fall, der etabliert wird, von dem man dann weiteres Recht fortschreiben wird. Es wird dann, wenn das durchgeht, was wir hier alle zu verhindern suchen, in Zukunft immer schwieriger, das zu machen, was WikiLeaks getan hat und WikiLeaks nicht alleine, auch andere, die aber jetzt nicht vor Gericht stehen. Auch das zeigt, hier wird ein Exempel statuiert, um einen Korridor zu schaffen, um das Aufdecken von Verbrechen, vor allem von Mächtigen, in Zukunft schwerer bis unmöglich zu machen. Auch für die Medien gilt, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur wieder auf. Auf Cryptom.org, der Vorgängerorganisation von WikiLeaks, sind nach wie vor die Dokumente einsehbar. Niemand von dort steht unter Anklage oder vor Gericht.
Auch das zeigt, dass an Julian Assange ein Exempel statuiert werden soll. Ein Exempel sehr besonders wichtig. Der Spiegel hatte es durchaus mal kurz erkannt und im September darüber berichtet. Denn auch der Spiegel hat mit Julian Assange kooperiert. Auch der britische Guardian hatte mit WikiLeaks kooperiert und entsprechende Dokumente veröffentlicht. Man ist aber nicht so weit gegangen, das zu begleiten, medial täglich Druck aufzubauen, wie beispielsweise in einem Fall Nawalny, über den täglich berichtet wurde, auch ohne, dass es Neuigkeiten gab. Da ist eine Frage an die Medien. Hallo, wo seid ihr? Wann berichtet ihr? Und zwar öfters. Nicht nur in Magazinsendungen, die gar nicht so schlecht waren. Das ZAP-Medienmagazin hat aufgeklärt. Es gab auch eine interessante Dokumentation allgemein auf der ARD. Es ist aufgeklärt worden, dass das Vergewaltigungsverfahren gegen Julian Assange ein Fake war. Echte Fake News. Ja? Aber tägliche Nachrichtenberichterstattung, eingehen in den Nachrichtenfluss. Wo ist es? Wo seid ihr? Wo ist die Medienverantwortung? Wir sprechen uns wieder, wenn ihr euch darüber beschwert, dass ihr nicht mehr berichten könnt. Dass der Botschafter vor dem Gericht steht und nicht der Verbrecher. Bravo. Danke. Sehr gut. Momentan lassen wir Vasallenpolitik. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Ich lass dich nicht allein. Kannst du ruhig noch weitermachen. Würde das so auch in der Fahne sein? Ja? Ja, okay. Ich heiße Else Rasbach. Ich bin US-Bürgerin. Ich wohne lange in Berlin. Und ich wollte das sagen, dass es für uns in den USA, für die Friedensbewegung und für die demokratische Bevölkerung sehr wichtig ist, dass gerade Deutschland sich einsetzt für Julian Assange und sehr stark in Europa verhindert, dass er nach USA ausgeliefert wird. Wir sehen, was passiert ist mit Chelsea Manning. Der Chelsea Manning, der Dateien an Julian Assange gezeigt hat, die Brutalität der US-Streitkräfte in Irak, die Brutalität und menschenhassende Art, wie die vorgehen, hat er gezeigt. Und wir sehen, was mit Chelsea Manning passiert ist. Vielleicht wisst ihr auch, dass von National Bird, ein Film über US-Whistleblower des US-Drohnenkriegs, ist weitgehend hier gezeigt worden. Es waren zwei Zeugen. Einer, Daniel Hale, 50 Jahre alt, nicht 50 Jahre alt, der junge Mann, das sind seine früh 30er, aber ihm drohen 50 Jahre Gefängnis jetzt. Er ist verhaftet worden, weil er Informationen an Intercept gegeben hat. Die Drohnenreporten, die dann 2015 veröffentlicht worden sind, hier und auch in Deutschland, er hat aufgeklärt, was mit diesem Drohnenkrieg ist. Ein anderes, es waren drei in diesem Film. Lisa Ling war neulich jetzt im Dezember in Gespräch mit Bundestagsabgeordneten der SPD, wo die eben erklärt haben, warum Deutschland keine bewaffneten Drohnen nehmen soll, weil es eine terroristische Waffe ist. Auch wenn es nicht schießt, stell dir vor, wir hatten bewaffnete US-Drohnen über unseren Köpfen. Würden das mindestens Hass schüren? Auf jeden Fall. Ist total falscher Weg. Und für die Bundesregierung. Sie bringt Wahrheiten hier rein, die die deutsche Politik beeinflusst. In den USA werden andere mit 50 Jahren Gefängnis bedroht. Und der Julian Assange hat mehr als alle anderen Sachen in die Öffentlichkeit gebracht. Und das ist, wir haben schon zwei Beispiele und mehrere solche Beispiele in den USA. Wir US-Bürger bitten Deutschland, steigt ein und verhindert, dass Julian Assange nach USA ausgeliefert wird. Und steigt auch aus dem Drohnenkrieg und macht eine ganz andere Politik. Aufgrund der Geschichte Deutschlands seid ihr sehr berechtigt dazu. Danke. Sehr schön. Danke. Bravo. Also vielen Dank, dass ihr da wart, so zahlreich. Ich wollte euch noch erinnern, morgen ist auch noch eine Aktion von der britischen Botschaft von Ingo. Pusht jede Stunde eine Person vor der britischen Botschaft, die Kunstaktion. Also ich glaube, es können gerne noch Leute dazustoßen.
So, jetzt gibt es noch was zu dem Urteil, was morgen gefällt wird von der Magistrates Richterin Vanessa Baratza. Es ist klar, dass die Anwälte der beiden Seiten mittlerweile längstens informiert sind. Die bekommen dieses Urteil vorher schon. Die wissen also, was stattfinden wird und dürfen, also haben noch Zeit gehabt, also bis morgen ja, irgendwelche Berichtigungen da anzuführen. Nur die Familie weiß nichts und wir natürlich auch nicht. Also jetzt gibt es auf Consortium News, gab es einen kleinen Artikel gestern von Alexander Mercouris, der für Consortium News geschrieben hat. Er ist Kommentator und Redakteur von The Duran, ein Medium. Also, was ich jetzt nicht genau erläutern kann. Also, er schreibt, eine Möglichkeit, was morgen passiert oder überhaupt in diesem Auslieferungsprozess mit Julian Assange am Montag, das ist die geteilte Entscheidung, dass die Richterin Baratza vielleicht entscheidet, dass auf Assange aufgrund einer Anklage auszuliefern ist, aber nicht aufgrund einer anderen Anklage. Also sie könnte zum Beispiel die Auslieferung wegen der Anklage nach dem Espionage Act entscheiden und für die Auslieferung wegen der Anklage wegen Verschwörung zum Computereinbruch, die eine Höchststrafe von 5 Jahren nach sich zieht, im Gegensatz zu 170 Jahren wegen Espionage. Also, was in diesem Fall, wenn das so läuft, dass sie eben nur einen Punkt anwendet, um die Auslieferung dann vollziehen zu können, das wäre, dass die britischen Behörden Baratzas Entscheidung akzeptieren und versuchen würden, eine Vereinbarung mit dem US-Justizministerium zu treffen, wonach sich die USA im Gegensatz für Assange Auslieferung verpflichten würden, Assange nur wegen des Vorwurfs des Computereinbruchs zu verurteilen. Und nicht wegen des Espionage Act. Die Briten würden den USA im Laufe der Verhandlungen dann sagen, dass die Briten Assange nicht an die USA ausliefern könnten, wenn diese nicht bereit sind, diese Verpflichtung einzugehen. Also das wären dann ja nur 5 Jahre. Was heißt nur, wenn das in einem Hochsicherheitsgefängnis in den USA ist, ist es auch tödlich. Natürlich wären die Briten nicht in der Lage, die USA zu zwingen, sich an eine solche Verpflichtung zu halten. Ja, wenn die USA dies zurücknehmen würden, sobald Assange auf amerikanischem Boden ist. Natürlich nehmen sie das zurück. Ja, da dies eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit sein könnte, würde man denken, dass dies ein Punkt wäre, den Assanges Anwälte nun in der Berufung, die sicherlich stattfinden wird, die sie beim High Court gegen Baratzas Entscheidung einlegen müssen, vorbringen würden. Also in der Tat ist es in einem solchen Szenario nicht unmöglich, dass beide Seiten beim High Court Berufung einlegen. Erstens die USA gegen Baratzas Entscheidung, die Auslieferung aufgrund der Espionage Act zu vollziehen. Und zweitens Assange Anwälte wegen Baratzas Entscheidung, die Auslieferung aufgrund der Anklage wegen Computereinbruch zu verweigern. Also das ist ein faszinierender Kampf, meint er hier, zu sehen, wie es ausgehen wird. Logischerweise sollte das Gleichgewicht zu Assanges Gunsten kippen, da Baratza vermutlich die Auslieferung wegen der Anklagen nach dem Espionage Act abgelehnt hätte, weil sie nicht richtig formuliert waren und weil sie offenkundig politisch waren. Wäre der High Court in Anbetracht dessen bereit, Assanges Auslieferung wegen des Vorwurfs des Eindringens in Computer in ein Land zuzulassen, das erfolglos versucht hatte, eine offenkundig politische Anklage gegen ihn zu erheben, die von der unteren Instanz zurückgewiesen worden war? Das ist die Frage. Nichts ist in diesem Fall vorhersehbar. Ja, das sind so Vermutungen gewesen. Zudem, wir werden ja sehen, was morgen passiert. Um wie viel Uhr soll das Urteil sein? Morgen 10 Uhr Ortstime in London. Das wäre, ja danke, es wäre 11 Uhr hier, man kann das auch verfolgen. Reporter ohne Grenzen, glaube ich, oder? Die haben eine Möglichkeit gehabt, in irgendeinem Nebenzimmer das
zu senden. Und es gibt auch noch jemanden, der, da müsste ich aber eben erstmal in meinem iPad gucken, wer das ist, der auf Facebook und woanders auch da die Aufgabe hat, beziehungsweise die Möglichkeit hat, dieses Ereignis zu streamen. Also wenn es dann verkündet ist, morgen um 11, dann wird es anschließend sofort ins Netz gestellt. Ja, danke. Und ansonsten ist am Donnerstag, den 7. Januar, sollte er nicht freigelassen werden, werden wir uns hier wieder sehen und unseren Unmut zum Ausdruck bringen und unsere Unterstützung an Julian Assange. Das wäre dann Donnerstag, der 7. Januar, ab 18 Uhr hier an der gleichen Stelle wieder. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, der eigentlich selbstverständlich sein müsste, dass morgen die Entscheidung in Großbritannien in London fällt, Julian Assange wird nicht ausgeliefert an die USA. Dann treffen wir uns selbstverständlich am Montag, den 7. hier um 18 Uhr, um eine Riesenparty zu feiern. Free, free, free Assange! Freiheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen!